Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterextra. Ja, ein Hochdruckgebiet wird sich in den kommenden Tagen aufbauen über Mitteleuropa und das wird uns dann in den nächsten Tagen immer wärmere Luft bringen. Der Süden braucht allerdings noch ein bisschen länger, hier bleibt es noch ein bisschen wechselhafter. Ja, was musste man nicht alles schon lesen? Ich habe heute wieder gelesen, dass eine Hitzewelle jetzt auf Deutschland zukommt und das ist eben Blödsinn. Wir wollen uns das mal genauer anschauen, was dann mit den Temperaturen in den kommenden Tagen wirklich auf uns zukommen wird. Zunächst aber mal die Wetterlage. Wir sehen es hier dann am Sonntag pünktlich zum Wochenende, setzt sich dann das Hochdruckgebiet durch. Wir sehen es hier, das findet sich so über Norddeutschland und der Ostsee ein. Ja, und damit weht eben am Rande des Hochs dann aus Süden bis Südosten immer wärmere Luft Richtung Deutschland. Dann wird sich aber im Laufe der Woche dieses Hochdruckgebiet langsam weiter nach Osten zurückziehen. Ein neues Hochdruckgebiet macht sich dann aber schon wieder auf den Weg von Südwesten her, gleichzeitig aber auch ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik. Und das wird dann so Richtung Mittwoch, vor allem so Donnerstag, also in der zweiten Wochenhälfte nächste Woche, wird es dann entscheidend werden, wie sich das genau durchsetzt, beziehungsweise welches Druckgebiet, das Tief oder das Hoch, sich schneller beziehungsweise wann genau wieder durchsetzen wird. Gucken wir aber jetzt auf die Temperaturentwicklung und da sehen wir hier am 10-Tage-Trend für Köln. Es geht immer weiter rauf, 25 Grad Marke spätestens Sonntag dann. Auch in Köln wird wahrscheinlich dann geknackt werden. Ja, und im weiteren Verlauf wird es wahrscheinlich im Anfang kommender Woche sogar immer noch wärmer werden. Wir sehen es auch hier am Trend für Berlin. Auch hier wird es ein bisschen zäher sein sozusagen. Die Erwärmung wird ein bisschen länger dauern als in Köln. Geht aber auch immer weiter rauf Richtung 25 Grad Marke. Ja, und sogar im Laufe der nächsten Woche sehen wir einige Kratzen sogar auch an der 30-Grad-Marke hier in Berlin. Das mit der 30-Grad-Marke wollen wir uns auch noch mal etwas genauer anschauen. Ich habe hier mal vorbereitet für Köln. Das sind die Temperaturen in etwa 1500 Meter Höhe. Und da sehen wir so, das pendelt sich so zwischen 12, 13, 14 Grad ein. Und man kann auf diese Temperaturen ganz groß so als Faustformel sozusagen, kann man etwa so 15, 16 Grad bei vollem Sonnenschein draufschlagen, was dann in den tiefsten Lagen in den Niederungen erreicht werden kann, also auch in Köln. Und damit könnten wir natürlich auch in Köln so durchaus auf 29 Grad im Verlauf kommen. Das heißt, die 30 ist nicht ganz ausgeschlossen. Es wird bestimmt sogar irgendwo sein, dass wir im Laufe der nächsten Woche irgendwo die 30 erreichen. Es wird aber nicht flächig in Deutschland sein. Es wird auch nicht deutlich über 30 Grad geben. Also keine Hitzewelle, die da ansteht. Morgen am Freitag gibt es sofort schon das Wochenendwetter. Da schauen wir dann genauer aufs Wochenende, wie das Wetter denn wird. Das wird natürlich sonnig werden und recht warm. Genauere Aussichten gibt es dann morgen. Dann sage ich erstmal bis dann und ciao.